Guten Morgen hier aus dem Auto vom Lauren. Servus Lauren. Servus. Die Theresa ist auch hinten drin. Hier, meine Sitznachbar, sind die Stangen. Denn wir sind auf dem Weg ins Kütai, wie ihr gesehen habt. Es hat nochmal geschneit, nochmal ganz, ganz wichtig jetzt am Ende der Saison, dass noch ein bisschen Material runterkommt. Ich freue mich mega. Das letzte Video ist ja sehr, sehr gut angekommen. Dieses Hallam Video. Nur dank Lauren, weil ohne Lauren gäbe es keine Stangen und auch keinen Kurs. Gestern war der Eurotest. Der Eurotest, worauf ich mich auch vorbereite in Oberstdorf. Ich habe gehört, es haben leider nicht so viele geschafft. Ich glaube, von 48 haben es 8, 9 geschafft. Und das auch nur ehemalige C-Kaderläufer bzw. Weltcup oder die mal kurzzeitig im Weltcup waren. Das heißt, sehr, sehr hohes Niveau. Müssen wir ein bisschen trainieren. Das sollte ein bisschen zackiger stecken, Lauren. Was meinst du? Ja, schauen wir mal, was da heute geht und was die Piste so hergibt im Kühltag. Ja, ich hoffe, dass Bock hart ist, dass wir da auch gut fahren können. Und ja, schauen wir mal, wie die Bedingungen so sind. Ich freue mich mega und dir jetzt oder euch jetzt eine gute Unterhaltung. Ja, so im Kütai angekommen. Ich sehe ja schlimm aus. Im Kütai angekommen. Die Lüfte sind noch nicht offen, weil wir werden ja jetzt die ersten, die hier hochfahren, Schlepplift hoch und dann ein bisschen stecken. Der Basti Brutzer ist auch unterwegs mit seinen Leuten, wenn wir heute, glaube ich, einen geilen Tag haben. Lauren, wer kommt da? Der Wiesenhofbrutzler. Der Wiesenhofbrutzler. Schauen wir mal, ob wir den angefangen kriegen. Oh. Guten Morgen. Ja. Es geht. Alles klar. Servus. Resitzstöcke. Julian. Servus. Das hat er schon gesteckt. Know-how. Grüß dich. Peace, Sönke. Alles gut? Also hier. So fahren wir uns mal warm, oder? Vom Freeride zu hier. Genau. Zu Riesinger. Genau. Schauen wir uns das mal an. So, Freunde, jetzt gibt es wieder ein kleines Voice-Over, weil meine alte GoPro, die GoPro Hero 5 Black Edition, leider mal wieder keinen Ton aufgenommen hat. Sonst hätte ich jetzt euch gerne auch im Lift erzählt, aber es sollte wohl nicht sein. Es war auf jeden Fall nochmal ein Wink für eine neue GoPro, die ich ja schon gekauft habe, wie ihr im letzten Video gesehen habt. Das Video wurde im März aufgenommen und wie ihr seht, relativ schwierige Verhältnisse für einen Riesentorlauf, weil einfach sehr viel Schnee auf der Piste war. Das heißt, es war nicht hart, nicht glatt und muss man natürlich auch seine Strategie anpassen. Da muss man eigentlich nur den Kurs schnell fahren, den Ski auf Zug bringen und dann ist man ganz gut dabei. Hier ist die Linie dann nicht ganz so wichtig. Und jetzt hier möchte ich euch auch mal an meinen Erkenntnissen in meiner Riesenslalom-Technik teilhaben lassen, denn ich war im Februar beim Riesentorlauf-Training des Deutschen Skilehrerverbandes und die meinten, hey, das ist ja schon alles ganz flott, das sieht alles ganz gut aus, aber zwei Punkte haben wir. Einmal, versuch ab und zu mal bei manchen Toren ein bisschen schneller noch nach vorn zu gehen und dem Ski da schneller mehr Richtung zu geben. Und dann halt auch vor allen Dingen das Learning, wenn ich mal eine flache Passage habe oder einen größeren Abstand zwischen Toren, da in die Schusshocke gehen und dann hinten auf den Ski drauf, dass ja quasi das Flattern schon so ein bisschen anfängt, also dieses Wischen, weil dann wird der Ski richtig schnell und das wusste ich vorher auch noch nicht so, habe ich auch wieder was dazugelernt und das habe ich versucht hier in der Fahrt möglichst gut umzusetzen. Sodele! Ja, Basti auch am Start. Servus, grüßt euch. Ja, heute hier im Kütai. Ist eigentlich auch ein ganz gutes Training hier, das Riesentorlauf-Training für die WSL, oder? Ja, absolut. Ich denke, viele von euch haben ja schon die WSL gesehen. Wenn nicht, Julian verlinkt sie bestimmt irgendwo in diesem Screen. Ja.
da fahren wir ja Rennen, deswegen ist es gerade nice, ist nochmal richtig schön, richtig runter, richtig, richtig ballern. Ich würde auch gerne dein Video verlinken, was du gestern gepostet hast, wo du dann nochmal auf die WSL mit Marius eingehst. Das fand ich ganz gut. Nochmal so, war ein gutes Statement, hat mir gut gefallen. Danke. Verlinke ich mal hier links oben. Basti, wie taugt dir das Riesentollerfahren? Also ich bin tatsächlich früher ja Slalomrennen gefahren, auch mit der vollen Protektoren, allem drum und dran, habe das viel gemacht. Lange Zeit jetzt nicht und jetzt war wieder Riesentorlauf. Es macht schon richtig Spaß, durch den Stangenwald zu preschen. Gerade finde ich es nur ein bisschen schwierig, weil die Schneebedingungen könnten ein bisschen härter sein. Es ist schon ein bisschen weich. Ja, viele Wannen drin, ne? Ab und zu geht da mal der Außenski weg oder so. Ja, man sieht da auch kaum was, ne? Ist schon sehr, sehr advanced, würde ich sagen. Absolut, ja. Aber macht Bock. Ist geil. Danke fürs Stecken, ihr zwei. Ja. Lauren hat gesteckt, das ist der Meister. Sehr gerne. Master aller Klassen. Ja, hier ist auch übrigens der Hang, wo immer DSV-Prüfungen sind, auch für Schnee 1 immer Training. Und hier ist immer so, die Ausbilder, die stehen immer da unten am Alpenrose Hotel. Da kommt auch immer der Brownie. Der Brownie, der hat richtig Ahnung. Das ist so geil, wenn der dann mit dir eine Videoanalyse macht und sagt, genau da früher ansetzen, weil er auch Leiter des Leistungssports im DSV ist. Das ist dann mega, mega geil. Jo! Ja, vielleicht auch ein Thema, das ich mal noch angehen sollte, den DSV-Spieler. Ja, das wäre doch was. Die Theresa war ja auch schon im Schnee 1. Ich müsste vielleicht nochmal gehen. Warum nicht, ne? Das ist ein Prozess. Und Sönke? Lawine 1. Sönke ist auch auf YouTube vertreten bei Snowhow. Genau. Da kann ich auch mal hier oben was verlinken. Da könnt ihr mal den Sönke abchecken, wer da die Skier testet für Snowhow. So schaut's. Auf Training fertig, haben gerade schon den Hang, die Stangen schon wieder rausgenommen und jetzt gönnen wir uns hier noch ein schönes 0-0. So, einmal hier für den Sönke. Merci. Die Jungs, ja, natürlich voll isotonisch für einen Sportler. Locker bieten. So, zum Glück habe ich am Bau gelernt. So Leute, zum Wohle, war ein ganzes Training, müsst ihr verstehen. Wiederholen. Ja, danke für eure Orga. Grüß dich, vielen Dank. Eure Knüppel besoffen. Und geht nicht, 0,0 alkoholfrei. Darfst du den Olpe nicht zeigen, oder? Hast du nur 0 trinkst. Ich bin kein richtiges Krombacher. Ich mag das auch zu. Der Krombacher kommt ja bei uns aus der Region. Und ich glaube, der Basti, der darf keinen 0,0 trinken. Jetzt auch im Schützenverein. In Olpe. Ich ja auch. Ich bin auch im Schützenverein. Eigentlich darf ich, aber ja. Nach dem Sport ist es genau das Richtige. Ist echt nicht schlecht gerade. So, gerade aus dem Kühlteil wiedergekommen und jetzt gibt es erstmal eine gute Mahlzeit. Wenn ich so viel Sport mache, wenn ich auch so leistungsfähig in meinem Leben sein will, in allen anderen Lebensbereichen, dann ist es für mich eine bedarfsgerechte Ernährung natürlich essentiell, sonst funktioniert das ganze Spiel nicht. Weil wenn man hier oben nicht ordentlich, im wahrsten Sinne des Wortes, gut nachtankt, dann ja, kann man natürlich auch die PS nicht auf die Straße bringen. Hier im Hintergrund seht ihr meinen Ski, ausnahmsweise aber nicht in die Waffenkammer gebracht nach dem Skifahren, weil nach dem Rennlauf ziehe ich die Kante immer direkt nach. Habe ich mir jetzt auch so angewöhnt, dass ich direkt dann nach 1, 2, 3 Skitagen den Ski direkt wieder auf der Kante nachziehe, dass ich dann nicht, wenn ich den Service so lange rauszögere, dann so viel arbeiten muss, sondern immer den Ski so am Start halte. Genauso
wie man es natürlich auch, wenn man die Parallele wieder zieht, auch mit seinem Körper halten kann, wenn man den Körper immer gut pflegt, immer täglich ein bisschen was tut, da muss man vielleicht dann zu einem späteren Zeitpunkt nicht so viel machen wie andere. So, jetzt gönne ich mir erstmal dieses leckere Mahl. Was haben wir hier überhaupt? Wir haben hier Makrele für die guten Fette, Eiweiße, dann hier Greens, da schaue ich mal, dass ich am Tag so 500 bis 800 Gramm zu mir nehme. Ein bisschen Brot, ein bisschen Vollkornbrot, so Sonnenblumenbrot. Dann esse ich ganz, ganz gerne dazu mal Hummus. Und ja, ich habe dann hier so eine Marmelade gewonnen bei so einem Spiel. Und dann nehme ich da dazu immer noch ein bisschen Erdnussmus. Ist ganz lecker, mache ich mir eigentlich immer morgens so aus Müsli. So, genug gequatscht, jetzt wird gegessen. So, das ist auch schon das Ende des Videos. Ich bin ja gerade bekanntermaßen in meiner Diät. Jetzt geht's wieder weiter. Ein paar Skitage kommen noch, dann geht's weiter in den Sommer. Ich habe viel geplant und auch schon ein paar richtig geile Innovationen für die nächste Saison. Da könnt ihr euch drauf freuen. Da werde ich euch in diesem Vlog auf dem Laufenden halten. Lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn dir das Video gefallen hat. Über einen Kommentar freue ich mich auch immer sehr. Und wenn du den Kanal abonnierst, bin ich mega, mega happy. Mach's gut, dein Julian. Tschüss.